Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast Nummer 91. Dieses Mal gibt's ein ZVT. Natürlich auf Lost Temple, wie könnte es anders sein? Wir haben einmal in Blau den Zerg, spielt hinter der D, Sius, es ist natürlich Yellow. Und der hat gegen sich einen koreanischen Terraner, zumindest hat er einen koreanischen Namen. Nur leider der Nickname, wenn man den durch den Übersetzer jagt, dann kommt dabei raus Tom Cruise. Ja, schon damals ein Fable gehabt für Namen, die man nicht selber hat. Das sind eben Nicknames, da nimmt man sich alles Mögliche. Und der gute Herr hier, der Terrane hier, sein Name in Lautschrift übersetzt ist Tom Cruise. Und daher, ja. Mit denen gibt es dann nicht viel zu sagen, denn ich bin mir ziemlich sicher, Tom Cruise hat 2003 kein StarCraft gespielt. Der hat dann einen Film gedreht, The Last Samurai, oder zumindest der kam, nein, der hat davor gedreht, der kam 2003, glaube ich, raus. Aber ich glaube, mit StarCraft hatte Tom Cruise bisher nicht viel am Hut. Kann ich mir schlecht vorstellen. Ja, somit unsere beiden Spieler hier, mal sehen, was sie fabriziert werden. Leider muss ich sagen, dieses Replay ist ziemlich weit unten in der Liste der Spiele, die ich ursprünglich casten wollte. Ich hatte mehrere Replays, die ich davor machen wollte, aber die waren leider alle broken. Daher, ja, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und wir haben jetzt hier das Match zwischen den beiden. Ich denke, es wird schon auch irgendwie ganz gut laufen. Ich meine, wir haben garantiert zwei Koreaner, das heißt, kompetitiv sind sie sowieso. Wir haben den Pool von Yellow, nachdem er hier zuerst seine Hedge gesetzt hat. Hedge first, danach den Pool. Währenddessen ist das SCV am Scouten, hat auch den Zerg hier bereits gesehen und tatsächlich driftet ein bisschen zur Seite, möchte sich verstecken, um später nochmal zu scouten, weil man eben zu späterem Zeitpunkt auch wesentlich mehr entdecken kann. Momentan weiß man, wenn man jetzt reinscoutet, dann sieht man aus dem Pool sowieso nicht viel. Das Wichtige wird in ein paar Sekunden oder ein, zwei Minuten, wenn da mal ein bisschen mehr vom Zerg-Tag steht. Währenddessen ging der Terran auf Doppel-Barracks. Also erstmal ein One-Base-Opener mit ziemlich viel Aggression tatsächlich, was man daraus machen kann. Da kommt einiges an Marines mit ran. Ja, sieht man ja auch, die Drone wird gejagt, wird ein bisschen beschossen, kommt ultimativ mal weg. SCV ist jetzt hier drin, haben wir durchgescoutet. Bisschen später hat sich hier reingeschoben, hat gesehen, noch kein Gas vorhanden. Nein, Zerg bleibt hier erstmal hier auf Minerals, aber scoutet direkt runter und sieht hier, okay, du wolltest mich faken, ich hast hier under natural dein Gas genommen. Somit das Gas kommt trotzdem. Der Versuch hier, das SCV auszutricksen, hat nicht ganz funktioniert hier für Yellow. Trotzdem, er versucht jetzt hier an das SCV ranzukommen, versucht er zu surrounden, aber es ist zu schnell weg. Es werden Länge gebaut hier gerade für den Zerg, aber er weiß eben auch, dass Marines auf ihn zukommen. Somit wird er die Verteidigung hier auch zwingend brauchen. Und das sollte an sich eigentlich reichen, was der Zerg hier rechtzeitig produzieren kann, um den Terraner zu vertreiben. Die Marines hier aktuell noch nicht so zahlreich, es tröpfeln auch hier nur nach und nach die Marines aus dem Barracks raus. Mit zwei Barracks ist die Production nicht so beängstigend. Und trotzdem eben, wenn sich die Marine Army sammelt, dann wird das schon alles ein bisschen gefährlicher. Währenddessen, was? Okay, der hat seine SVs nicht getötet. Der Observer hier. Wie der heißt, keine Ahnung. Somit haben wir gleich ein Aufeinandertreffen. Linge und Marines. Marines hier schnappen sich. Linge Nummer 1 sind schön gestaffelt. Jetzt hier die zwei Wagen sind ein bisschen weit vor, aber es reicht an Marine-Masse. Wenn mal so viele Marines wie Linge auf dem Feld sind, ist das ein generell ein schlechtes Zeichen für die Linge. Aber wir haben hier dahinter den schnellen Tag für Yellow. Er geht gerade in seinen Lair am der Main Base und holt sich hier noch Select Defense mit dazu. Und somit entwickelt sich das alles Richtung Mut-Attack, würde ich mal behaupten. Das ist so ein gängiger Opener, den man macht. Man kann natürlich auch die Mutas skippen und versuchen schnell auf Richtung Lurker zu kommen. Das ist ein anderes Style, der natürlich existiert. Ja, währenddessen wird hier ein Overlord gejagt, der wagt sich ein bisschen zu weit vor, überlebt glücklicherweise. Und Terrane hier rüstet sich weiter auf, geht in Richtung Factory, holt sich eine Academy mit dazu, heißt Medics sind auch nicht mehr weit weg, um die Bio dann hochzuheilen. Dann ist natürlich auch Stim eine Option, die man in der Academy erforschen kann. Und dann wird die DPS der Terran Army doch richtig beängstigend für den Zerg. Und Zerg muss dann entsprechend darauf antworten. Man sieht sie auch, es wird nochmal die Static Defense verstärkt. Zweite Sankenkolonie kommt hier mit dazu. Und der Spire ist auf dem Weg. Keine große Überraschung. Aber damit muss man auch sagen, momentan Yellow arbeitet nur auf einem Gas. Jetzt wird erst das zweite genommen, damit er eben dann genügend Gas in Kampf auch für seine ganzen Mutas hat. Aktuell, gut, er hat schon 300 auf der Bank, das ist nicht allzu wenig. Trotzdem Mutas eben 100 pro Stück. Das ist ziemlich teuer, währenddessen sammelt sich beim Terraner eine mächtige Marine Army. Und hochgetaggt wird hier zum Starport. Ansonsten waren die beiden scouting-technisch schon nicht sonderlich fleißig, auch muss man sagen. Yellow war sehr, sehr sparsam, was seine Overlords betrifft.
Hatte nur einen wirklich rausgesandt, der zweite chillt hier bei seiner Natural. Ja, hat sich nicht groß auf den Weg gemacht. Der dritte hier, der jetzt rauskommt, mal sehen, wo der hinfliegt. Aber ich denke, der wird die Basis auch nicht großartig verlassen. Ja, stattdessen gibt es hier Link-Scout tatsächlich überall. Yellow verbreitet hier. Ah, okay, hier ist noch. Ich habe einen Overlord übersehen. Wunderbar. Ja, hier werden Linge nicht ausgesandt, um einfach mal die Gegner abzuscouten. Und Terraner Army setzt sich in Bewegung. Wie gesagt, Medics kommen mit dazu. Damit die Terraner Army hat hier definitiv einen Power Spike. Wird also mit einem Schlag mega, mega stärker mit den Medics und dem Stim Upgrade. Und da muss der Sorg durchaus Angst haben, wenn die Verteidigung noch nicht passt. Der Spy ist jetzt fertig. Die Sankens werden gerade noch alle errichtet. Es sind hier nochmal zwei weitere gerade im Morph. Da kommt der Scan, vorsichtshalber. Aber die vier Sankens werden so ziemlich fertig werden. Jetzt kommt der Stim. Das heißt, jetzt geht's drauf. Der Overlord hier als erstes wird gesehen. Dank dem Scan. Aber kommt hier nochmal weg. Die Marines hier trauen sich nicht ganz ran. Wenn das hier hinten die Medics waren ein bisschen zu langsam, haben sie nicht komplett vorwärts bewegt. Somit die Heilung lässt noch ein bisschen auf sich warten. Und das gibt hier Yellow tatsächlich die Zeit, um seine Mutas rauszukriegen. Zudem hat hier Tom Cruise, Mr. Tom Cruise, Angst gegen diese ganzen Sankens natürlich durchzupushen. Man weiß nicht so ganz, was dahinter immer wartet, was der Sir gerade nachbaut. Und somit hat hier Yellow genügend Zeit gekauft, um seine Mutas rauszubringen. Und damit kann jetzt natürlich die Marines harassen und versucht, die einzeln rauszumicron. Terran dagegen zieht sich erstmal komplett zurück. Ist immer noch am One-Base und geht eigentlich gerade hier in die Science Facility und die eBay. Heißt, Richtung Science Vessels geht es hier auch und weitere Marines Upgrades. Der Mutas-Deck ist vorhanden. Es sind aktuell hier 5 Mutas. Trotzdem viele Marines. Viel Stim, wie man sieht, alles einmal durchgeskimmt. Das ist gar nicht mal so gesund für die Marines und auch für den Energiehaushalt der Sunnies. Die werden dadurch ziemlich schnell leer und ohne Healing geht es den Marines doch um einiges schlechter. Aber aktuell möchte ich hier Tom Cruise gerade nur defenden, bis er entsprechend auch mal weitere Einheiten auf dem Feld hat, nämlich das Science Vessel mit Irradiatern, eine gute Waffe gegen Mutas, weil die dann unbedingt splitten müssen, ansonsten haben die da wenig Möglichkeiten, was dagegen zu machen. Trotzdem, die Mutas sind weiter aktiv. Yellow hier kann sich jetzt natürlich ein bisschen ungestörter zu Hause ausbreiten, geht auch ein +1 Attack Upgrade für seine Mutas. Und wir haben jetzt hier eben den Go auf die Mainbase, aber die Mutas aktuell machen nicht mega viel Schaden, haben sie bei einzelnen SCVs. Die Minions sind immer noch in der Nähe, da muss man vorsichtig sein. Yellow dahinter geht eigentlich bereits ins Queen's Nest und den Heider, dann heißt seine Verteidigung wird aufgerüstet, sein Tech wird aufgerüstet. Da wird es sich weiter einigeln und es gibt eine Makro-Edge hier mit dazu. Und die Stelle hier ist tatsächlich ziemlich angenehm für den Zeug zu verteidigen. Es ist eine ziemlich enge Choke hier, da noch ein paar Lurker mit dazu, ein Dark Swarm hier mit drauf und die Sache ist erledigt. Da kommt der Terraner mit Ground Army nur sehr, sehr schwer durch. Trotzdem hier, Terran ist noch weiter am Army sammeln, also die Terraner Army ist noch immer ziemlich mächtig. Auch im Supply ist der Terraner gerade noch über dem Zerg. Aktuell hier die drei Barracks produzieren fleißig, das Starport ist mit dabei, das Science Vessel ist hier mit am Start und Missile Turrets wurden geschraubt gegen die Mutas. Ein Link hier hat nicht viel zu melden. Währenddessen die Mutas warten auf ihr +1 Attack. Kann ich hier so nach und nach eine Einheit natürlich rausnehmen. Es sind inzwischen auch ordentlich viele Mutas am Start. Ja, zum jetzt, wie man sieht, der Flug über die ganzen Marines. Sofort kriegen die Mutas ordentlich was ab. Ein Mutas stirbt, andere sind verletzt und sofort der Evakuierungsmove hier von Yellow. Aber er hat genügend Ressourcen hier auf der Bank, um weitere Mutas nachzuproduzieren. Sein +1 Attack nähert sich der Verteidigung. Sein Hive-Tech ist hier eben auch unterwegs. Und mit dem Hive geht es natürlich Richtung die Pfeile. Und dann Richtung Darkswarm und natürlich auch Uli Cavern. Ultralisten sind dann auch noch im späteren Spielverlauf für den Zirk eine mächtige Waffe, gerade gegen Bio-Armies, die keine sonderlich starken Upgrades haben, denn momentan die Bio arbeitet gerade mal am +1 Attack Upgrade. Als Attack Damage von den Marines, ja, momentan 6 Damage, ist gegen die Uli Armor nicht so krass. Und da freut man sich, wenn man die Ulis relativ früh auf dem Feld hat. Aber wir werden sehen, wie jetzt hier Yellow weitermacht. Sein Hive ist gleich fertig, seine Mutas noch immer hier am Backsteppen. Gehen rein wieder in die Mainbase, stammt sich ein SCV hier. Es ist, glaube ich, noch kein Irradiate erforscht tatsächlich. Ich hätte es mal noch nicht gesehen in der Science Facility, währenddessen Terraner sucht nach einer Basis Nummer 3 vom Zerg. Aber aktuell hält sich Yellow hier immer noch auf in 2-Base. Dann versucht jetzt hier mit seinem Scourge das Science Vessel zu snipen. Ist da auch fast dran. Science Vessel hier, ja, bewegt sich kurz in die Richtung natürlich. Einmal den Power-Move auspacken und die Mutas zu vertreiben. Und tatsächlich, dritte Basis wurde jetzt gesetzt, eigentlich auf der ganz anderen Seite der Karte. Und das wurde auch gescoutet. Das hat hier Tom Cruise durchaus gesehen. Aber die Mutas sind unterwegs, wollen das SCV hier abfangen und wissen auch, da kann was anderes in Einheiten nachkommen. Das ist gefährlich. Man sieht sich auch die Terran-Army, ja, streunt über die Karte. Einmal als großer Haufen. Die Mutas werden darauf warten, haben jetzt sich das SCV geholt. Das ist ein 12er Mutas-Deck. Wie man ja auch sieht, der ist komplett voll. Ist sogar nur ein 13. Mutas mit dabei. Interessante Kombination auf jeden Fall. Ich glaube, das Overlord Micro kommt erst hinterher. Dementsprechend, man sieht auch, die Mutas fliegen immer ein bisschen in Formation.
Die klumpen nicht so ganz, sondern die spreaden sich immer wieder auf. Dort sind die Biomechs jetzt hier ran an die Mutas, da wurde wieder zusammengezogen. Ja, da war die Mutas jetzt nochmal nach und nach gestackt mit mehreren Klicks, damit das jetzt hier einen vernünftigen Fighter gibt. Und die Science Vessels sind out of position, wurden hier gesniped, wurden hier angekommen. Die erste Science Vessel ist schon mal down, kriegt keinen Spell raus, dafür stirbt ein Muta. Trotzdem, der Terraner ergreift hier den Highground. Damit kann er die dritte Basis eigentlich problemlos rausnehmen. Und wir gehen hier gerade auf den Greater Spire beim Zerg hier. Yellow mit dem Greater Spire gerade unterwegs. Zudem kommt hier jetzt die Ulti-Kamera dazu. Da kann man auch direkt einen Scan. Heißt, Tom Cruise weiß davon Bescheid. Währenddessen produzierte er einfach weiter Bio-Army. Und jetzt auch die zweite Basis endlich mal. Sehr, sehr spät, eben bei Minute 11 fängt die zweite Basis an. Und wir haben hier eben nicht mehr so viele Mineralien in der Mainbase, noch sehr viele SCVs. Aber eben die weitere Basis wird irgendwie benötigt, wenn es ein weiteres SCV gesniped. Zerg nimmt die dritte Basis jetzt doch im Norden, nachdem das hier auf dieser Seite nicht funktioniert hat, wo er gescoutet wurde und auch vernichtet wurde. Es kommt der Dwiner Glance plus 1 Armor, Uli Cavern vor der Fertigstellung, Greater Spire vor der Fertigstellung. Also der Zerg-Tag ist richtig mächtig und das ist für den Terraner durchaus ein Problem. Jetzt hat er seinen eigenen wichtigen Tag schon da, aber generell möchte man den Zerg eigentlich vernichten, bevor er sich alles zusammenkratzt, was er sich denn wünscht. Am liebsten möchte man den Zerg natürlich auf dem normalen Tag behalten. Ja, wir haben jetzt hier tatsächlich den Morph auf komplett Vergifter. Die ganze Masse hier in Mutas. Das ist auch krass. Das sind wahnsinnig viele. Okay, sind nicht alle. Sehe ich gerade. Das sind nur zwei Devourer und der Rest sind Guardians. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Bis nur gerade, weil ich eigentlich angeklickt habe, ging ich davon aus, dass die alle so sind. Aber nein, es sind hauptsächlich Guardians. Und das ist die sinnvollere Entscheidung, denn man braucht eben Anti-Ground-Damage, Long-Range-Anti-Ground-Damage. Problem ist, die sind gerade alle ein bisschen out of position und Guardians sind nicht die schnellsten Einheiten, wie man sieht. Die chillen so ein bisschen vor sich hin. Obwohl sie ursprünglich mal Mutas waren, haben sie ziemlich viel an Geschwindigkeit verloren. Jetzt wird erst Irradiator erforscht. Hatte daran auch gemerkt, das ist ein bisschen spät, aber ich brauche es zwingend. Trotzdem, der Siege steht an vor der Natural vom Zerg, aber eben da kommen die ganzen Guardians mit dazu. Trotzdem, die Bio kann da trotzdem runterstimmen, das passiert jetzt hier auch. Die Minions wollen ran hier an die Guardians, die haben eine gute Grundrüstung, machen auch gut, dass ein Damage, werden sie trotzdem angestimmt. Erster Guardian ist down, zweiter Guardian geht down. Trotzdem werden jetzt hier auf den Highground gebracht, um hier die Terran-Army zu kiten. Und auch über den Highground sollte eigentlich jetzt hier Yellow kein Problem haben, diesen Push zu halten. Wenn er die Guardians richtig einsetzt, die Panzer sniped, sollte das nicht so viele Probleme geben, währenddessen die Static Defense hier vorne stirbt, nach und dann weg, die Guardians wieder ein bisschen weit vorne. Haben eigentlich nach wie vor eben ziemlich viel Armor. 6 Guardians sind hier noch übrig, eigentlich auch noch richtig viele Marines. Trotzdem, der Damage, der hier runterregnet, ist ordentlich. Die haben auch plus 1 Attack, heißt 22 Damage momentan pro Schuss. Trotzdem, die Bio pusht hier weiter rein in die Natural Panzer, gerade nicht mehr wirklich mit dabei. Jetzt hängen auch die ersten Unis mit am Start. Die Guardians fighten hier noch immer weiter. Und es gibt jetzt hier einen mächtigen Fight in der Natural vom Zerg. Und es scheint jetzt hier an Masse einfach zu reichen. Es sind jetzt nur noch die Sunsets alleine übrig. Und die sind jetzt einfach nur noch Kriegsopfer. Die können überhaupt nichts dafür. Einfach nur geopfert, man sieht sie, die Blutflecken und die Überreste hier auf dem Boden und Zerg kann das hier komplett alles abhalten. Terraner fällt hart im Supply, allerdings immer noch Ressourcen übrig, denn die gesamte Army wurde überrollt und er hatte einfach Irradiate nicht ready. Die Science Vessels waren nicht wirklich hilfreich in dem Fight, hätten die mal ein oder zwei Spells gecastet, wäre das vermutlich ein ganz anderer Fight geworden. Ja, das sind hier so die Natural genommen werden, aber Terraner hat hier durchaus Probleme, diese Basis zu halten. Da rückt wieder die gesamte Zerg-Army hier an. Sind die Devourer eigentlich noch irgendwo unterwegs? Man weiß es gar nicht. Wir haben jetzt hier eben den Push der Guardians. Da kommt eben jetzt Irradiate. Und da wird jetzt hier gemicrot. Die Guardians hier werden auseinandergezogen. Der eine Guardian ist im Untergang geweiht. Hier sind Bunker am Start, um eben vor den Dingern zu schützen. Jetzt hier auch der erste Wraith mit am Start. Aber da kommen jetzt hier wichtig die Devourer mit ins Spiel, um eben einmal als Anti-Air zu dienen. Man sieht hier die Acid Spores. Ja. Killen hier nach und nach den Wraith tot und einer alleine wird da nicht ganz reichen. Und somit pushen jetzt hier die Guardians weiter und weiter den Terraner zu Tode. Der nächste Bunker ist down. Jetzt hier rennt auch wieder die Ground Army los, als sie merkt, von wegen, da ist nichts mehr, was groß defendet. Die Natural ist komplett undefended und wird jetzt hier auch rausgenommen. Die wird hier einfach runterbrennen. Die Devourer haben hier ihren Spaß. Und währenddessen ist ein Panzer auf Mike und aber eben, es sind immer noch Guardians unterwegs. Wieso kann ich nicht mit einem STG-Klick alle anwählen? Das ist auch interessant. Ja, wir haben jetzt hier die 5 Guardians noch und es ist hier zwar ein Science Vessel mit dabei, aber das hat noch nicht Energie hier für einen weiteren Irradiate. Die Minions kommen da auch nicht wirklich ran, der Damage ist einfach zu krass. Währenddessen nimmt der Zerg das Armor-Upgrade für die Ulis und da lief jetzt hier auch einfach der Turn das Game. Mark, da hat jetzt einfach nicht mehr wirklich viel zu melden, denn seine Mainbase hat keine Ressourcen mehr und seine Natural ist eben nicht mehr brauchbar. Ja, und tatsächlich, der schnelle Tag, wie man sieht, hat dem Terraner große Probleme bereitet. Der Fight konnte von Yellow ziemlich gut gewonnen werden mit den Guardians, eben Long-Range, High-Damage. Und die Devourer haben sich eben noch um die Antier gekümmert, die gerade gebaut wurde. Und damit gab es einfach keine Möglichkeit hier für Tom Cruise, um diese Guardians zu vernichten. Und damit hatten der Zerg jetzt einfach überrannt. Nett, dass man das auch mal sieht. Guardians und Devourer sieht man jetzt eher selten in dem Game. Schön, dass Yellow das mal auspackt. Eben der schnelle Hive-Tag mit dem
Greater Spire mit dazu. Das ist durchaus Investment, das sich nicht jeder so ergleichen kann. Ja, schön Runde gespielt auf jeden Fall. Der Terraner-Push war durchaus auch mächtig, aber eben ein bisschen zu spät gekommen, würde ich mal behaupten. Wäre der ein bisschen früher gewesen, hätte da Yellow mehr Probleme gehabt, das zu verteidigen. Somit schöne Defense, schöne Text-Demonstration. Das war Replaycast Nummer 91. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.